Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Heute zeige ich euch ein Bild mit der Rakeltechnik nach Gerhard Richter, aber interpretiert auf meine eigene Art und Weise. Und für dieses Bild hat heute die Katharina Patin gestanden. Sie hat sich nämlich in einem Live-Chat gewünscht, dass ich ein Bild in Schwarz, Weiß und Silber mache. Und nachdem ich mir das durch den Kopf habe gehen lassen, gibt es heute tatsächlich dieses Bild in Schwarz, Weiß und Silber. Zunächst gestalte ich meine quadratische Leinwand einmal mit einer Hintergrundbemalung in Graphit. Graphit ist eine Metallicfarbe und auch wenn sie deckender ist als andere Metallicfarben, trage ich Graphit erstmal zweimal auf, bevor ich dann mit einem Föhn die Hintergrundbemalung trockne. Meine nächste Idee zu dem Thema war, dass ich wieder Blattgold benutzen könnte, allerdings nicht in der Farbe Gold, sondern in der Farbe Silber. Und ich hatte schon gesehen, dass es das Blattgold auch in Schwarz gibt und so hatte ich das im Internet bestellt. Bei den Dingen, die ich im Internet gefunden habe, muss man ein bisschen aufpassen. Die sind sehr dünn und ich habe neulich von einer Freundin, ich sage mal Markenware, geschenkt bekommen. Und die sind wesentlich besser zu verarbeiten. Also je nachdem, was man so vorhat, sollte man tatsächlich gucken, brauche ich viele Blätter und es ist grundsätzlich ein bisschen egal, wie das hinterher aussieht. Oder aber lege ich Wert auf Qualität, also dann würde ich lieber dazu tendieren, weniger Blätter zu nehmen. Für dieses Bild verwende ich jetzt tatsächlich erstmal die Dinge, die ich im Internet gefunden habe. Und deswegen sieht das zwischendurch etwas witzig aus, wenn ich versuche, das schwarze Blattgold, wenn ihr so wollt, auf meine Leinwand zu bringen. Und ihr könnt es richtig sehen, der Pinsel, mit dem ich ganz vorsichtig versuche, das schwarze Blattgold anzudrücken, reißt mir teilweise echt Lücken in diese dünne Folie. Und ich bin wirklich sehr, sehr vorsichtig. Aber ich habe gemerkt, für andere Ideen muss ich mir ein bisschen was anderes einfallen lassen, wenn ich diese schwarze Blattgoldfolie anderweitig verwenden will. Spannenderweise ist sie auch nicht von beiden Seiten einfarbig, sondern auf der einen Seite gibt es ein dunkleres Schwarz-Blau und auf der anderen Seite ist es wirklich ein eher Schwarz. Das heißt also, man müsste wirklich ganz genau hingucken, damit man die Seite auswählt, die man tatsächlich haben möchte. Und das war in diesem Bild wieder mein Experiment. Das Blatt Silber und das schwarze Blattgold so empfindlich sind, habe ich es nicht gewagt, mit meinem normalen Rakelwerkzeug zu arbeiten, sondern ich habe zu meinem Palettenmesser gegriffen und mein Palettenmesser stammt tatsächlich aus einer Backwarenabteilung. Ihr findet diese Messer jedoch auch als Mahlmesser, Palettenmesser im gut sortierten Mahlbedarf und könnt damit dann auch arbeiten. Die Fläche ist natürlich viel geringer als auf meinem Rakelwerkzeug und so werde ich auch mehrere Bahnen rakeln und bin auch heute aufgrund des dünnen Blattsilbers etwas langsamer unterwegs als sonst. Zunächst trage ich das Payne's Grey auf als erste Rakelschicht. Das ist eine wunderbare, sehr dunkle Anthrazitfarbe, dem Schwarz sehr ähnlich. Ich benutze die Standardfarben von Amsterdam Acrylics und dort ist das Payne's Grey eher schwarz. Anschließend trage ich eine Perlfarbe auf. Das sieht man jetzt in der Kameraeinstellung nicht ganz so gut. Die Perlfarbe hat nach dem Auftrocknen einen perlfarbenen Schimmer, so wie man es von einer Perlenkette kennt. Greife ich auch noch zu dem neutralen Grau. Das ist ein wunderbarer Grauton, den ich dann akzentuiert einsetze, bevor ich dann in meine Dekosandkiste greife
und so eine Art feinen grau-schwarzen Glittersand auftrage. Hier wieder mit dem Löffel und durch ein Sieb hindurch, sodass der Auftrag möglichst gleichmäßig stattfindet. Und weil ich ja das Thema Schwarz-Weiß habe, greife ich noch zu einem speziellen Glitter, der also schwarz ist. Und da trage ich wirklich nur feine Bereiche auf. Anschließend nehme ich mir das Graphit von der Hintergrundbemalung, um nach der Perlfarbe auch wieder eine Metallicfarbe zu haben. Und ich finde den Kontrast richtig schön. Und langsam fangen auch die Inseln an zu entstehen und auch diese besonderen Farbschlieren, die ich so mag, wenn sich also so die Farben untereinander einfach auf der Leinwand mischen. Dieses Bild ist natürlich lange nicht so kontrastreich wie die anderen fröhlichen Rakelbilder, die ich sonst anfertige, aber Schwarz-Weiß-Kontraste haben auch richtig etwas für sich. Weiß habe ich ja auf diesem Bild noch gar nicht aufgetragen und deshalb kommt jetzt eine Farbschicht in Titanweiß noch hinzu. Und das Titanweiß sorgt dafür, dass wieder mehr Helligkeit ins Bild kommt, bevor ich dann bei der letzten Schicht zu dem Oxid Schwarz greife und damit vor allen Dingen Akzente auf dieses Bild setze. Natürlich ist das Oxid Schwarz eine deckende Farbe, jedoch habe ich inzwischen so viel nasse Farbe auf meiner Leinwand, dass sich sofort das Schwarz mit den anderen Farben vermischt und nicht mehr als reines Schwarz auftritt. Wenn ich diesen Effekt hätte haben wollen, dass jetzt wirklich reines Schwarz auftritt, hätte ich warten müssen, bis die Leinwand getrocknet ist. Und dann hätte ich einen viel härteren Kontrast gehabt. Mir gefällt aber die Mischung der Farben gut, weil auch hier wieder unterschiedliche Grauabstufungen entstehen. Zum Schluss arbeite ich noch einige Details auf dem Bild ein und gucke, wo ich jetzt noch Akzente mit meiner schwarzen Farbe setzen kann. Jetzt kommt wieder die Kamerafahrt über das noch nasse Bild. Wir schauen genau hin, die kleinen Erhebungen, die Pünktchen. Das ist der Glitter, der vorhin eingestreut worden ist. Man kann teilweise auf die Hintergrundbemalung gucken. Hier in der Kameraaufnahme wird es nicht ganz so deutlich, aber es gibt auch noch Stellen, wo ich bis auf das Blatt Silber und auch auf das Blatt Schwarz gucken kann. Und vor allen Dingen gefallen mir hier die Inseln sehr gut, die mit den einzelnen Farben entstanden sind. Und ganz besonders wunderbar finde ich auch die Farbschlieren, die so schön die Graustufungen ergeben haben.
Bei der Fahrt über das bereits getrocknete Bild kann man jetzt viel besser die Perlfarbe wahrnehmen. Man sieht den matten Glanz der Farben, wenn sie aufgetrocknet sind. Und die Bereiche, in denen die Hintergrundbemalung aufgetragen worden ist, schimmern auch noch hindurch. Hier ist eine Stelle, die etwas glitzert. Da ist der kleine schwarze Glitter aufgetragen worden. Und zum Schluss zeige ich euch das Bild nochmal als Gesamtaufnahme. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ihr dürft gerne Vorschläge für ein neues Rakelbild machen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.